So. Also, wie gesagt, wir brauchen wieder verschiedene Gewichte. Eine Matte und zum Aufwärmen gleich. Dann legen wir los, Musik. Hau ich mir auf die Ohren, dass das so langweilig ist. Alles klar. Leichte. So, locker side to side. Steffi, was hast du Cooles? Ich höre dich. So, wir fangen wieder an, Schultern zurück und zieh hoch. Locker aufwärmen. Wir bleiben oben, hier öffnen. Vier, drei, zwei, letzter hier. Arme bleiben hier. Noch vier, drei, zwei, letzte Arme bleiben hier, zusammen, Ellbogen in die Linie, öffnen. Noch vier, drei, zwei, letzter, Arme tief. Wir müssen nochmal schreiben, was unsere Jungs ist, denn aber da liegt immer auf. So, Arme hier. Und raus drin. Vier, drei, zwei, letzte. Handflächen zeigen zusammen, langsam, Schulter. Vier, drei, zwei, letzter. Wir bleiben stehen, weiter hochziehen. Vier, drei, zwei, letzter. So, Rücken aufwärmen. Einmal geht nach vorne. Nach vorne fallen. Bauch fest, Brust hoch. Hier hinten Rücken anspannen. Arme nach oben, kleine. Bauch bleibt drinnen. Noch vier, drei, zwei,
Letzter. Arme gehen hier tief, Beine kurz nach dem Lauf aufwärmen. Nehmen wir die Arme mit und rühren hoch. Noch vier. Punkt. Seitenwechsel. Wieder nach vorne fallen. Brust hoch, Bauch fest. Arme hoch. Kleine. Bauch anspannen. Halten, zack, bis zur Wirbelsäule, Schulterblätter zusammen. Letzter. Arme tief, kleine. Und die Arme gehen wieder mit. Noch vier. Letzter. So. Leicht die Geräte weg. Nehmen wir mal die schwereren. Beine leicht gebeugt, zieh hoch, Ellbogen eine Linie, wieder tief. Letzten vier. Arme bleiben unten. Nach vorne beugen. So, Arme Brusthöhe. Bis zur Brust ziehen. Rücken wieder fest. Bauch nach oben rein. Po anspannen. Handflächen zeigen nach vorne. Letzter. Wieder aufstellen, obere Schulter. Und ziehen nochmal hoch.
Noch vier. Arme bleiben tief. Wieder nach vorne. Stabiler Rücken. Arme vor, Handflächen diesmal nach außen und zieh hoch. Noch vier, drei, zwei, letzter. Aufrichten, obere Schulter. Zieh. Noch vier. Let's go. So, kurze Pause hier. Ingrid, Respekt. Bei dem Gewicht werde ich auch kacken. So, kurz ohne Gewicht. Wir gehen nach vorne und jetzt gestreckt. Schön rausziehen dann, okay? So, wer will? Ein leichteres Gewicht nehmen, das mal dann. Du Maschine. Wahnsinn. Noch vier. Let's go. Respekt, Respekt. Das ist unsere Pause. Vier, drei, zwei, letzte. So, nochmal. Runter, aufpassen, Rückenbauch stabil und zieh. Noch vier. Hoch. Pumpen. Noch vier.
Drei. Zwei. Letzten. So. Hier schön eng. Anspannen und nach hinten. Letzter. Bleib hier, muss gerade und dreh nach außen. Ich genieße gerade schwer. Noch vier, drei, zwei, eins, wieder. Eng am Körper, stabil und nach hinten. Noch vier, drei, zwei, letzter. Wieder aufstellen. Schön ist, wir haben jetzt 15 Minuten und meine Klöten kühlen schon ganz schnell. Die letzten vier, drei, zwei, letzter. Locker. Ich hole noch was aus allen Resten raus. So. Gewicht. EJ. Könnt ihr die Hand nehmen? So, Kombi. Ich werde es bereuen, dass ich die Kugel geholt habe. Kniebeuge. Push up, push vor, Kniebeuge. Push up, push vor, Kniebeuge. Vier Stück haben wir noch. Zehn Sekunden, seine Tschüsse. Okay, locker. Kurzgewicht weg. Rücken. Nach vorne. Runter gehen, Brust hoch, hier stabil. Ein U, runter Rücken, hoch. Zehn
Hinterhand, die Schulterblätter ziehen. Körperspannung. Spann dich an. Ellbogen leicht hoch. Komm, zieh. 4, 3, 2. Kurze Pause. Seitenwechsel. Wieder nach vorne, Brust hoch, Bauch rein, Arme hoch, kleine hier erstmal. So, schön auseinanderziehen, schönes Hoch, runde Rücken, öffnen. Hohlkreuz, rund. Die letzten 4. Und hoch. Set. Trizeps. Ihr wisst, was hat? Haben wir jetzt schon oft genug gemacht? Ein Gewicht als Stütze. Schön eng hier ziehen. Trizeps anspannen und gerne. Noch 10. So, Gewicht hoch, eng, Ellbogen eng ran und schön nach hinten drücken. Anspannen. Noch 10. Letzter. Abstellen, Seitenwechsel. Trizeps wieder anspannen, schön stabil stehen und zieh hoch. Noch 10. So, wieder Arm hochziehen, Ellbogen enger Körper und schön nur aus dem Trizeps nach hinten. Noch 4. Letzter. Abstellen, Position wechseln, Seite wechseln. Schön stabil wieder stehen und zieh hoch. Zieh. Zieh. Noch 10.
anziehen. Hallo, anschönen hin, mit Spannung. Anspannen. Mit Vielfalt des Gesicht beim Trizepsschub. Noch vier. Seitenwechsel. Und zieh hoch. Noch vier. Oben mit der engen Körper abspannen und drück hinter. Anspannen noch vier, drei, zwei, kurze Pause. So, entweder viel Gewicht nehmen oder zwei Gewichte in einer Hand. Machen wir die Flanken schnelles Pause. Ein Gewicht in einer Hand. Captain. Noch 10 hier. Gleich Seitenwechsel. Noch zwei. Gleich wechseln nochmal. Noch vier. Gleich wieder wechseln. Letzten vier, drei, zwei, okay. Gewicht auf eine Seite stellen. Nur ein Gewicht, eine Hand oder ein Kettlebell, was ihr habt. Wieder auf den Bauch achten, auf den Rücken
Rückenakten, schön stabil. Genau. Gerade Rücken runter. Noch vier. Drei. Zwei. Letzter. Nochmal tief. In den Swing. Die andere Seite swing up. Noch vier. Drei. Zwei. Noch einmal tief und hoch. And swing. Double swing. Beide Arme. Ja, das ist auch schon neulich sein Fernseher zusammenschmeißt. Der hat mich vergessen. Hintern anspannen, Rücken stabil. Arme gerade. Nur auf rechts. And swing up. So. Drück hoch. Nur linkes Bein nach vorne. Letzter. Drei. Wechsel. Swing up. Push up. Nur das rechte Bein. Ich freue mich schon, wenn sie mal wieder da hat. Eine schöne Kettlebell-Stunde. Letzter. Drei.
Beide Arme. Noch vier, drei, zwei, letzte. Ausschwingen, absetzen, gerade Rücken hoch. Einrichten. Arm ist wieder nicht so weit draußen, sondern nah am Kopf. Hier ist keine Decke. Und schön, Push-up. Noch 10. Wechsel. Nö, deine 5 Kilo, das ist ja der Wahnsinn. Noch 10. Geschafft. So, brauchen wir eine Matte. Die Gewichte brauchen wir auch noch. So. Das ist Wahnsinn, da liegt überall ein Haufen. So, wir beginnen heute seitlich. Wir drücken uns nach oben, Taille ist schön fest. Leicht angewinkelt und durch hoch. Noch 10. Oben heute. Und absetzen. Drehen wir auf den Rücken. Normale. Letzter. Nehmen wir das rum. Andere Seite. Wieder schön hochdrücken. Hier anspannen. Und wieder unten durch.
noch 10. Oben halten. Absetzen. Normal. Letzter. Komm mal Seitenwechsel. Wenn du die Hände so mit reindrehst, ist es intensiver für die Flanke. Schön hoch hier anspannen. Andere Hände so mit reindrehen. Noch 4. Und absetzen. Sit-ups. Pausenfüllung. Letzter, nochmal Seitenwechsel. Hoch, stabil in der Taille und gern. Noch 10. Hoch. Und absetzen. Wir brauchen zwei Gewichte. Mein Stöpsel verloren. Hoch. Nur auf die Schulterblätter und ziehen. Erste Handfläche nach hinten. Hintern anspannen.
Handgelenke nach außen. Und jetzt vorne Brust weg. Nochmal Handflächen nach hinten. Oh, nochmal tief ziehen. Noch vier hier. Handflächen wieder nach außen und zieh. Noch zehn. Pause, sit-ups, mumole. Noch zehn. Eine Hand nehmen. Ellbogen eng zusammen. Über den Kopf ziehen. Ellbogen sind Brusthöhe und gehen nicht nach außen, sondern sind richtig reingedrückt. Ellbogen bewusst wieder reindrücken. Noch vier, drei, zwei. Letzter hier. Arme ausstrecken. Und kurz vom Boden. Hintere Schulterblätter anspannen. Noch vier, drei, letzter hier, nochmal beide Gewichte nehmen, so jetzt bleibt der Rücken komplett am Boden, nach vorne und wieder hoch.
noch vier. Und ablegen. So. Nochmal umdrehen. Genau. Bauchnabel nach innen ziehen. Und nach oben drücken. So, up and down. Noch vier. Bleib unten. So, Hüfte seitlich. Im letzten Tiefbauch ist fest. Nicht ganz abwägen. Und wer kann denn die Beine mit? Nochmal in die Flanke. Noch vier. In die Mitte, normal. Beine gleichzeitig. In die Flanke. Und wieder Beine mitarbeiten lassen.
noch für in die Mitte dreht, normal. Hände in den Kopf, ablegen, Kopf drauf, beide Beine heben, unter Bauch, hochdrehen, nach vorne strecken. Noch vier. Abstellen, nochmal, nochmal. Noch vier. Komm mal in den Sitz. So. Komm mal gleich in die Grätsche. Öffnen. Nach vorne langsam. Spannungspunkt halten. Oh, ein Stück nachziehen. Ausatmen, noch ein Stück runterziehen. Nach hinten. Und seitlich ziehen. Stück weiter runterziehen. Noch fünf. Lösen über die Mitte. Seitenwechsel. Ah, zieh dich weit runter. Stück mehr. Und nur ein Stück. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Und hochdrücken. Beine schließen, nochmal nach vorne ziehen. Stück mehr. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Löse. Beine aufstellen. So. Hände nach vorne. Fingerspitzen ranziehen. Lösen, Seitenwechsel. Lösen, Schulter tief rüberdrücken.
lösen, Seite wechseln. Lösen. Arme hier öffnen, Brustkorb weit öffnen. Tief ziehen. Nochmal nach oben, Rücken wieder ein bisschen gerade. Oh, nochmal schön ins Hohlkreuz und öffnen. Nochmal. Letzte Mal. Und einatmen. Letztes Mal, Arme oben schließen und ihr macht es wieder super. Schmeißen die Arme raus, ciao, ciao, euch. Und euch mache ich laut.